Ja, grüß Gott, liebe Parteifreunde. Mein Name ist Gerald Otten, ich bin 65 Jahre alt, verheiratet, habe einen erwachsenen Sohn und im Landkreis München in Putzbrunn, wie gerade gehört. Seit der Bundestagswahl im September 2017 bin ich Mitglied des Deutschen Bundestags. Dort Mitglied im Verteidigungsausschuss und stellvertretender verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Weiterhin bin ich Mitglied im gemeinsamen Ausschuss vom Bundesrat und im Bundestag, dem Notparlament Deutschlands. Außerdem bin ich stellvertretender Mitglied im Haushaltsausschuss bei Peter Böhringer. Ich war 22 Jahre Berufsoffizier in der Luftwaffe und habe dort Kampfflugzeuge vom Phantom und Tornado geflogen. Seit Ende vergangenen Jahres bin ich Oberst AD. Nach meiner Dienstzeit bin ich der Militärfliegerei verbunden geblieben und war bis zu meinem Einzug in den Bundestag 20 Jahre in der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig, bei Airbus im Verteidigungsbereich als Eurofighter-Vertriebsleiter. Wir verlieren offenbar Teile der Bundeswehr an die AfD. Das sagte kein anderer als Friedrich Merz. Und da hat er recht. Die AfD ist tatsächlich die Partei der Soldaten. Nur sie stellt sich ohne Wenn und Aber hinter diese, denn sie bekommen doch sonst nur in Krisen oder bei Naturkatastrophen die Anerkennung, die ihnen gebührt. Aber sonst werden sie beschimpft, sogar täglich angegriffen oder müssen sich als Mörder bezeichnen lassen, ohne dass es dagegen einen politischen und gesellschaftlichen Aufschrei gibt. Das ist eine Schande für unser Land. Und deshalb habe ich auch einen Gesetzentwurf im Bundestag eingebracht, damit solche Verbrechen gegen unsere Soldaten künftig schärfer bestraft werden. Liebe Freunde, nach mehr als 15 Jahren Merkel-Regierung mit solchen Fachkräften an der Spitze wie Ursula von der Leyen oder Annegret Kramp-Karrenbauer ist die Bundeswehr heute kaum noch einsatzbereit. Vor allem die Aussetzung der Wehrpflicht hat die personelle Situation extrem verschärft. Auch die materielle Einsatzbereitschaft ist geradezu desaströs. Artikel 87a des Grundgesetzes verpflichtet den Bund, Streitkräfte zur Verteidigung aufzustellen. Damit dieser Verfassungsauftrag auch erfüllt werden kann, muss die Bundesregierung diese auch entsprechend ausstatten. Alles andere ist ein klarer Verfassungsbruch. Worauf konzentriert sich nun aber AKK als Verteidigungsministerin? Nein, nicht darauf, die Bundeswehr wieder in eine gut ausgerüstete, kampfkräftige Armee zum Schutz unseres Landes aufzubauen. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf dem Kampf gegen angebliche oder herbeifantasierte rechte Netzwerke in der Bundeswehr. Da wird mal eben der Leiter des Militärischen Abschirmdienstes gegen eine willfährige Präsidentin ausgetauscht, genauso wie beim Verfassungsschutz Maaßen gegen Haldenwang. Aktuell hat AKK aber andere Probleme, denn sie schickt Soldaten der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte nach Afghanistan, um dort den fast fluchtartigen Rückzug der Bundeswehr gegen Taliban-Angriffe abzusichern. Der Einsatz in Afghanistan, den zu beenden unsere Fraktion von Beginn an gefordert hat, endet nun in einem völligen Desaster. Nach fast 20 Jahren sind Kosten von mehr als 13 Milliarden Euro angefallen. 59 Bundeswehrsoldaten mussten dort ihr Leben lassen. Und wofür? Für nichts und wieder nichts. Denn die islamischen Taliban werden dort genau wieder die Macht im Land übernehmen und sie werden da weitermachen, wo sie vor 20 Jahren gestoppt wurden. Dann ist es vorbei mit Mädchenschulen, denn die Mädchen in Afghanistan werden sich unter der Burka wiederfinden. Aber mit dem Abzug aus Afghanistan sind Einsätze der Bundeswehr im Ausland leider noch lange nicht zu Ende. Weiterhin dient sie in der ganzen Welt fremden Interessen, wie französischen in Mali oder amerikanischen im Irak. Deshalb fordern wir weiterhin die Beendigung aller Auslandseinsätze der Bundeswehr. Über die Verteidigungspolitik hinaus bin ich auch noch Mitglied im Unterausschuss PESCO, der sich mit Themen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU beschäftigt. Denn dort auch die EU maßt sich auf diesem Gebiet immer mehr Rechte an. Weil wir gerade seit dem Amtsantritt von Ursula von der Leyen eine europäische Armee oder die Armee der Europäer vorangetrieben. Diese Armee soll dann direkt der EU-Kommission mit einem eigenen EU-Verteidigungskommissar unterstellt werden. Das darf niemals passieren. Einer der Höhepunkte meiner Zeit als Abgeordneter im Bundestag war die Arbeit im Untersuchungsausschuss der Berateraffäre im Bundesministerium der Verteidigung, bei der ein finanzieller Schaden in Millionenhöhe für die Steuerzahler entstanden ist. Dort habe ich als AfD-Vertreter in vielen Nachtsitzungen die skandalösen Vorgänge mit aufgeklärt. Ich kann Ihnen sagen, es war mir eine Genugtuung, dass ich Ursula von der Leyen im Untersuchungsausschuss ordentlich grillen konnte. In der Parlamentarischen Versammlung der NATO, dem Parlament der NATO-Staaten, bin ich als einer von nur 12 Mitgliedern des Bundestags vertreten. Da bin ich Mitglied in der Verteidigungs- und Sicherheitskommission. Wir arbeiten hier strategische Empfehlungen und Entschließungen, die dem Nordatlantikrat, dem wichtigsten Entscheidungsgremium der NATO, zur Abstimmung vorgelegt werden. Ich habe mich dort von Beginn an für eine Wiederannäherung der NATO an Russland eingesetzt.
Vor allem kämpfe ich auch dort gegen eine NATO-Erweiterung im Osten, mit Staaten wie der Ukraine oder Georgien. Man muss eben auch die berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands mit berücksichtigen und nicht ständig durch neue Provokationen die Spannungen in der Region anheizen, so wie Robert Habeck von den grünen Kriegstreibern, der der Ukraine sogar Waffen liefern will. Liebe Freunde, ich arbeite nicht nur parlamentarisch, sondern ich bin auch auf der Straße und zeige für die AfD Gesicht in der Öffentlichkeit. So bin ich im September 2018 bei der Demonstration in Chemnitz in der ersten Reihe marschiert. Auch im letzten Jahr im August war ich bei der Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin dabei. Im April war ich vor der Abstimmung im Bundestag über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes oder besser gesagt des Ermächtigungsgesetzes der Merkel-Regierung auf der Straße bei den Demonstranten des 17. Juni. Auch auf anderen Gebieten arbeite ich für den Erfolg unserer Partei. So habe ich im Herbst 2013 den Landesfachausschuss I Außensicherheitspolitik für Bayern gegründet, den ich auch heute noch leite. Dort haben wir unter anderem wichtige Punkte für das Bundeswahlprogramm miterarbeitet und im Bundesfachausschuss I, den ich stellvertretend leite, eingebracht. Ich bin auch Herausgeber eines Buches mit dem Titel »Warum Soldaten AfD wählen?« Das Buch wird im Sommer erscheinen und uns damit auch im Wahlkampf sicher gut unterstützen. In der Bundestagsfraktion genieße ich breite Anerkennung und Unterstützung. So hat mich die Fraktion als Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten gewählt. Auch für die Wahl zum Wehrbeauftragten war ich im letzten Jahr Kandidat der AfD-Fraktion. Ich möchte auch in der nächsten Legislaturperiode wieder Teil unserer Bundestagsfraktion sein, um weiterzukämpfen, dass die AfD zu einer starken und gesellschaftspolitisch anerkannten Kraft in unserem Land wird. Zu verhindern, dass Grüne, Rote, Linke und eine abgewirtschaftete Union weiter Deutschland geistig und moralisch verkommen lassen und versuchen, am Ende ganz abzuschaffen. Denn die wollen es in eine totalitäre EU aufgehen lassen und unsere Bürger als rechtlose Zahler für marode Mitgliedstaaten auf Dauer ausbeuten. Danke, die Zeit ist um. Deshalb ist unsere Forderung im Wahlprogramm nach dem Austritt aus dem Dexit auch völlig richtig. Vielen Dank. Auch jetzt haben Sie wieder die Gelegenheit, zur Fragestellung hier Ihren Ausweis einzuwerfen. So, die Zeit ist um. Und wir schreiten zur Auslosung der Fragesteller. Die erste Frage stellt Christoph Retscher. Die zweite Frage Dr. Oliver Gabrecht. Die dritte Frage Peter Krämer. Die vierte Frage Dr. Rainer Rotfuß. Fünfte Frage, Marius Oliver Göttke. In dieser Reihenfolge 30 Sekunden Frage, eine Minute Antwort. Ja, mein Name ist Christoph Rätscher. Sehr geehrter Herr Otten, Sie waren Mitglied im Untersuchungsausschuss der Berateraffäre im Bundesministerium der Verteidigung. Wie Sie sagen, ist ein hoher finanzieller Schaden entstanden. Warum ist dann Ursula von der Leyen nicht bestraft worden, sondern stattdessen noch zur EU-Kommissionspräsidentin in Brüssel geworden? Danke. Da muss man letztendlich Macron fragen, weil letztendlich ist Ursula von der Leyen mit französischer Unterstützung EU-Kommissionspräsidentin geworden. Und das war letztendlich der Deal, dass auf der anderen Seite Frankreich den EZB-Präsidenten bekommt mit Madame Lagarde. Und deshalb ist diese Kombination, die wir dort bekommen haben mit Ursula von der Leyen, der größte Schaden, der Deutschland zugefügt werden konnte. Vielen Dank. Und Frage von Dr. Gabrecht. Herr Otten, Sie kandidieren im Landkreis München-Land als Grüner gegen den grünen Direktkandidaten Anton Hofreiter. Ja. Geben Sie uns eine Information über Ihre Erfahrungen mit Herrn Hofreiter im Bundestag und scheuen Sie sich auch nicht, uns weitere Einblicke in grüne Lebenswelten zu geben. Ja, danke.
Ja, mit Toni Hofreiter habe ich so ein kleines, für mich so eine kleine Sache. Ich hatte eine Rede gehalten im Bundestag und Hofreiter ist so ziemlich am Pöbeln immer, wenn Redner von uns dabei sind. Und dann hat er da laut gegen mich gepöbelt und sagte, was die AfD von Demokratie versteht. Und es ging um das Thema Bundeswehr und darüber habe ich ihm gesagt, Herr Hofreiter, Sie haben doch nicht mal eine Kaserne von innen gesehen. Und darauf war er ruhig. Danke. Und die nächste Frage von Herrn Krämer. Herr Otten, eine Frage zur NATO. Wir erleben seit Jahren eine Ausdehnung der NATO nach Osteuropa, ohne jedoch hinreichend Rücksicht zu nehmen auf die Sicherheitsinteressen und Bedenken Russlands. Sie sind Mitglied im NATO-Parlament. Was kann man dort tun, um eine weitere Verschärfung in Osteuropa zu verhindern? Ja, das ist gerade für uns als AfD natürlich ein schwieriges Thema. Wir sind dort deutlich in der Opposition, weil natürlich die NATO stark von den Amerikanern dominiert ist. Und genau diese Osterweitung, genau diese Spannungspolitik, wir erleben, dass wir erleben, dass jetzt in der Ukraine NATO-Manöver abgehalten werden sollen, dagegen habe ich mich immer gewehrt. Ich wäre auch im letzten Jahr nicht zur Frühjahrstagung, die der NATO-Parlamentarischen Gremiums in Kiew stattfinden sollte. Man muss sich sehen, welche Provokationen da ständig stattfinden. NATO-Manöver, eine Tagung des NATO-Parlaments in Kiew. Ich hätte an dieser Veranstaltung nicht teilgenommen. Danke sehr. Und Fragesteller Nummer 4, Dr. Rotfuß. Ja, lieber Gerold, wir sind ja zusammen im Landesfachausschuss Außen- und Sicherheitspolitik und auch gemeinsam im Bundesfachausschuss dazu. Und ich habe ja bei der Diskussion des Wahlprogramms dafür plädiert, dass wir einen etwas China-kritischeren Ton reinbringen in die Formulierung des Wahlprogramms. Wie siehst du China als geopolitische, als zukünftige mögliche sicherheitspolitische Herausforderung, gerade im Kontext eben der neuen Seidenstraße, wo ja China immer dominanter wird und auch den Politikstil bestimmt global, was die Corona-Politik angeht. Genau. Danke. Ja, ich sehe genau wie du die Rolle Chinas sehr kritisch. China ist ein wachstumsorientiertes Land, gerade was das Militär angeht. Ich war selbst bei meinem Besuch im Asia Pacific Command der USA und habe mir dort mal die Entwicklung angeschaut im asiatischen Raum, was dort an Aufwuchs an Kräften ist. Vor allen Dingen im Bereich von Mittelstreckenraketen ist China ganz deutlich in einem massiven Aufrüstungskurs. Sie bringen Flugzeugträger dort in die Region, ständig neue Kriegsschiffe, neue U-Boote. China verfolgt hier eine Langfriststrategie und will die Supermacht werden und will die USA ablösen. Das ist ihr strategisches Ziel. Und deshalb sehe ich das kritisch. Und wir werden da auch sehen, dass sich hier neue Allianzen bilden gegen China. Und hier wird auch auf Deutschland stärkere Rolle zukommen. Wir erleben schon, dass Indien, Australien, Japan, solche Länder versuchen, mit Deutschland stärker ins Gespräch zu kommen, um auch hier sicherheitspolitisch aktiver zu werden. Danke. Vielen Dank. Und letzte Frage vom Herrn Göttke. Ja, ich würde es genauso halten wie der Kollege Rotfuß und eine fachliche Frage stellen. Ja. Wir wissen ja, dass die Krim mittlerweile faktisch nicht mehr zur Ukraine gehört. Würden Sie das völkerrechtlich so wie ich und auch Professor Schachtschneider bewerten, dass es sich dabei um eine völkerrechtskonforme Sezession handelte? Oder halten Sie es mit Alexander Gauland, es sei eine völkerrechtswidrige Annexion? Nein, ich sehe das als völkerrechtlich auf rechtlich sicheren Füßen. Wir müssen ja sehen, dass es hat eine Volksabstimmung gegeben in der Ukraine und die war auch nach internationalen Maßstäben wirklich nach allen Kriterien gut durchgeführt worden. Und das muss man sagen, ist der Wille der Bevölkerung dort. Wir müssen einfach auch sehen, wie die Ukraine historisch und wie die Krim historisch zu Russland gehörte. Das war eben unter Chruschtschow eine Situation, dass er die Ukraine die Krim zugeschlagen hat, weil er sich nie vorstellen konnte, dass die Sowjetunion jemals untergehen würde und hat das als Staatsgebiet der Sowjetunion gesehen. Von daher muss das so sein. Und wir sollten auch aufhören, immer auf Russland mit der Krim zu zeigen. Der Westen hat den Kosovo aus Jugoslawien herausgelöst und das wird niemals diskutiert. Applaus